Ja, Servus, grüß dich, moin, schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier auf dem Kanal. Heute schauen wir uns ein Unternehmen an, was jeder wahrscheinlich kennt und in den nächsten Jahren 200% und mehr Rendite erwirtschaften sollte, weil es wird auch entsprechend Dividenden ausschütten und anpassen. Das Unternehmen will sich laut Aussage des CEOs in den nächsten 2 Jahren aufspalten, und zwar in drei Teile. Ihr ahnt es, es ist nicht Toshiba, die das auch machen wollen, sondern es ist ein Partnerunternehmen von denen, und zwar General Electric. General Electric ist ein sehr altes Unternehmen, 1892 gegründet, und mit dieser Aktie bist du durch den Ersten Weltkrieg, durch den Zweiten Weltkrieg gekommen. Und das ist auch einer der Gründe, wie man durch die Krise kommt, die uns in den nächsten 5 bis 10 Jahren, wo wir halt durch müssen, aber wir müssen ja unser Kapital schützen. Und dann ist zum Beispiel so eine General Electric eine der Möglichkeiten von vielen. Der US-Konzern spaltet sich entsprechend auf, und zwar in den Bereich Gesundheit, Luftfahrt und Energie, erneuerbare Energie. Wir gucken uns auch gleich den Chart dazu an. Und bekannt geworden ist eigentlich so General Electric nochmal unter dem Jack Welch. Ja, das war der damalige CEO, und der hat das Unternehmen richtig straff geführt. Sind viele Bücher von ihm und über ihn auch geschrieben worden, wie er General Electric groß gemacht hat. Ja, und dann seit 2000 ging es mit der Aktie mehrmals rasant abwärts, in der Spitze bis letzten Jahres 90% Kursverlust. Das ist der Hammer. Aber diese 20-jährige Korrektur ist meines Erachtens vorbei. Und das ist, denke ich mal, ganz wichtig, wenn wir uns das gleich anschauen. Wer sind die leitenden Köpfe? Wenn ich in ein Unternehmen investiere oder investieren möchte, dann will ich natürlich gucken, wie ist der Kopf, ne? Also wie ist die Geschäftsführung? Weil entweder stinkt der Fisch vom Kopf her, oder bei guter Führung sieht man das entsprechend und kann dann natürlich entsprechend profitieren. Und hier der CEO ist Larry Kult. Hier sollten wir uns auf jeden Fall einmal den Aktienverlauf von der danachher anschauen, weil dort war er vorher tätig und auch CEO gewesen. Ja, von 1990 war er in dem Unternehmen, und von 2001 bis 2014 war er dort entsprechend CEO. Und wenn ihr euch gleich den Kurs anschaut, ihr werdet begeistert sein, was auch auf die General Electric drauf zukommen wird. Dafür springen wir einmal rüber an den Chart. Hier ist die danaher Corporation, das heißt, du siehst gar nicht mehr die Anfänge, das schauen wir uns gleich im logarithmischen Chart an, aber hier wurde aus einem Unternehmen etwas geformt, ja, was eigentlich gigantisch ist und der Traum eigentlich eines jeden Investors. Hier in der Zeit ist er an Bord gegangen, der spätere CEO, und ihr seht, damals war die Aktie bei irgendwas 64 US-Dollar Cent und steht jetzt bei über 300 US-Dollar. Und was haben die gemacht? Und das ist eigentlich die Blaupause jetzt für General Electric. Der CEO ist jetzt dort seit 2018, ist er also April 2018 ist er bei General Electric CEO, kostet auch ein Schweinegeld, aber ich denke, der ist es auch entsprechend wert. Bei der danaher Corporation haben die es also so gemacht, sie haben sich immer aufgespalten, und die kleinen Unternehmen oder die Teilbereiche waren sehr autark. Das heißt, es gab keine Hauptzentrale, sondern jedes Unternehmen, jeder Bereich wurde entsprechend separat geführt und war damit schlagkräftig. Und dann haben sie pro Jahr 8, 9, 10 Transaktionen gemacht, oftmals im mehreren Milliardenbereich, und dann entsprechend dazu gekauft und waren dann entsprechend Spezialisten. Also oben drüber die danaher Corporation, unten drunter waren dann die einzelnen Unternehmensteile, die sehr schlagkräftig entsprechend durch Zukäufe weitergewachsen sind. Und das Modell, gehe ich von aus, wird jetzt auch umgesetzt bei der General Electric Aktie. Ja, weil wenn man sich entsprechend fokussiert und dann nicht mehr eine Hauptgesellschaft hat, sondern drei Untergesellschaften, ähnlich wie das Siemens gemacht hat. Siemens hat ja auch Siemens Healthineers ausgegründet.
Und entsprechend hat es dem Kurs der Siemens-Aktie geschadet, frage ich mal so rum. Wir tippen uns das einmal ein. Und Siemens hat sich also auch regelmäßig neu erfunden, Sachen ausgegliedert, an die Börse gebracht. Die Aktionäre von Siemens haben dann entsprechend auch immer noch die Aktien von den anderen Gesellschaften dazu bekommen. Und wenn ihr euch das anschaut, eigentlich eine Erfolgsstory nach wie vor im Aufwärtstrend. Bei der danaher, was der, welche uns wir eben angeguckt haben, bin ich jetzt aber mittlerweile schon skeptischer. Denn wir haben schon starke Ausschläge, dass hier gegebenenfalls ein Hoch sich etabliert. Also hier bei dieser Aktie würde ich langsam mal gucken, vielleicht auch umzuschichten, ja, in einen anderen Wert. Aber wir sind ja bei General Electric. Wenn ihr euch mal, seit 2018 ist er an Bord, ja, der CEO, was haben sie gemacht? Okay, sie haben die Abhängigkeit von den Banken erheblich reduziert und bis zum Ende des Jahres werden insgesamt die Verschuldung um 75 Milliarden reduziert worden sein und das in den letzten 4 Jahren. Nicht? Also man sieht eigentlich schon, dass hier wirklich hart gearbeitet wird an der Trendwende, die man auch im Chart entsprechend sieht. Und das ist natürlich erstmal grundsätzlich gut. So, und hier seht ihr einmal die Geschäftsentwicklung, die angedacht sind. Und hier sind nochmal die Aufspaltung Luftfahrt, Gesundheit und erneuerbare Energien und Energien. Weil jeder Investor kann dann entscheiden, okay, ich will eigentlich mit Luftfahrt nichts zu tun haben, auch wenn die stärker wachsen als das Welt-BIP, diese Branche. Kann ja ein oder andere sagen, ach nee, Luftfahrt will ich nicht haben. Ich interessiere mich eigentlich eher für den Healthcare-Bereich, ja, ähnlich wie Sartorius oder halt Siemens Healthineers. Kannst du dann sagen, okay, ich will nur in dem Bereich oder erneuerbare Energien oder Atomkraftwerke, das ist eher meins. Dann kaufst du natürlich dann diese Aktie. Das war ja vorher alles unter einem Dach. Und hier seht ihr, Anfang 23 soll dieser Bereich ausgegliedert sein und dann Anfang 24 dieser erneuerbare und Energienbereich. Wenn ihr euch das einmal anschaut, die operative Marge, die ist schon ganz gut. Und hier seht ihr auch, wie die Verteilung ist, ja, von den Umsätzen 22 Milliarden, was sie an Service verdienen, was sie an dem Verkauf der Produkte tatsächlich verdienen. Und hier ist immer wichtig, die operative Marge, was bleibt eigentlich hängen beim Unternehmen? Auch im Healthcare-Bereich, ja, die westliche Welt und Japan altern, das heißt mehr und mehr Kapital bzw. Nachfrage kommt von den alten und kranken Menschen. Und dieses ist ein starker Wachstumsmarkt. Immer mehr BIP-Anteile gehen in dieses Segment rein. Und da wird sich General Electric, Healthcare entsprechend was rausschneiden. Und der erneuerbare Energienbereich und auch Kraftwerksbau und das Betreiben. Hier seht ihr, die haben hier unter 400 Gigawatt im Bestand drinnen. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, nicht in diesem Segment. Okay, also gehen wir jetzt rüber zum Chart bei der General Electric. Wenn ich schon sage 200%, schauen wir uns auch an, woher die 90% Kursverlust hergekommen sind. Ihr seht, hier gab es eine sehr schöne Abwärtsbewegung, Aufwärtskorrektur. Und jetzt in diesem Abverkauf sind wir letztendlich auf einem Level gewesen bei 43,84 $, was die Aktie schon 91 hatte. Und seitdem ist sie ja, ja eigentlich gut und sehr gut gewachsen. Und das wird man in den nächsten Jahren sehen. Deswegen kann ich auch sagen, okay, wir werden im Minimum auf 328 US-Dollar laufen, eher sogar höher, dass wir ein neues Allzeithoch bekommen. Ich habe hier mal die Variante genommen, dass wir hier eine A, B, C sehen und dann wären die 328 das 61,8-fache, das 0,618-fache der Welle A. Das ist der Minimum-Zielbereich. Ich gehe aber davon aus, dass die Aktie sogar gegebenenfalls in den nächsten Jahren über 500 und spät, also neue Allzeithochs macht und sogar noch deutlich weiterlaufen kann. Ja, okay. Und wenn ihr euch das anschaut,
Wir haben hier von der Charttechnik, seht ihr, hier ist ein Tief und hier gab es ein tieferes Tief. Relative Stärkenindex hat es nicht mehr bestätigt, ja, dieses Tief. Und entsprechend läuft jetzt die Trendwende RSI schon wieder sehr hoch, ja, auf Niveau wie hier. Das heißt, in den nächsten ein, zwei Jahren ist die Verdopplung drin und dann in den nächsten 4, 5 Jahren haben wir die 200%-Marke und später sogar noch mehr hier bei der Aktie im Kasten. Wenn dann dieser langfristige Aufwärtstrend, der jetzt über 170, 160 US-Dollar läuft, übersprungen wird, Ausbruch rechne ich ja und im Anschluss dann nochmal, wie üblich, nochmal ein Retest. Der muss nicht kommen, ist aber oftmals so, dass hier, wenn hier ein Ausbruch erfolgt ist, nochmal ein Rücklauf erfolgt, um diesen Trend von oben, diesen Abwärtstrend von oben zu testen. Genau, und dann zieht das durch. Also so eine Aktie wie General Electric, das ist was fürs Langfristdepot. Ich hatte jetzt einen Termin mit einem Mandanten gehabt und seinem Banker, wie man, wenn man sein Geld parkt, ja, in Aktien, um es halt einfach ganz gegen Inflation, Entwertung oder Enteignung auch zu schützen, willst du ja vielleicht doch die Flexibilität haben, um auf das Depot Darlehen aufzunehmen. Ja, du kannst ja deine Aktien beleihen. Das macht in der Vermögensverwaltung wenig Spaß, weil du dann immer Rücksprache halten musst. Oh, jetzt möchte ich die Aktie verkaufen und die Aktie kaufen. Dann musst du immer wieder eine Genehmigung holen. Also es ist extrem aufwendig für alle Beteiligten. Aber wenn du dann so ein Langfristdepot aufbaust, dann gehört zum Beispiel neben der Gazprom auch so eine General Electric mit rein und zusätzlich, also die brauchst du nicht anfassen, die lässt jetzt einfach 5, 6 Jahre im Depot drin liegen, weil du halt weißt, die muss hier hochlaufen oder die wird auch da hochlaufen, ja, bin ich felsenfest von überzeugt, weil der Markt diese Aufspaltung entsprechend positiv bewerten wird und entsprechend auch einen Mehrwert bringen wird. Und das hat ja der CEO auch schon gezeigt bei wie das laufen kann und wird. Und das werden wir auch bei General Electric sehr wahrscheinlich sehen. Und dann packst du halt so eine Aktie dort rein. Und wenn du halt Kapital, sagen wir mal, 1 Million ist drin und du brauchst mal spontan 600.000, dann kann die Bank halt darauf die Aktien als Sicherheit nehmen, je nachdem, wie die das einschätzen, sagen wir mal 60, 70%. Also kannst du 600.000, 700.000 bei einem Millionendepot als Darlehen aufnehmen oder wenn du halt ein 10-Millionen-Depot machst, halt 6, 7 Millionen, weil du mal spontan irgendwo im Ausland eine Immobilie kaufen willst, ja, oder irgendeine andere Beteiligung eingehen möchtest. Genau. Und das wäre es eigentlich schon zu General Electric. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, nicht jeder will hier jeden Tag handeln, sondern viele wollen einfach was zur Absicherung ins Depot packen. Ich denke, mit so einer Aktie ist man jetzt, nachdem der Turnaround durch ist, auf der sicheren oder relativ sicheren Seite, weil sicher ist nur der Tod, nicht? Und dann kann man sich so eine General Electric ins Depot legen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen hoch, Kommentare, wie immer, unten drunter. Ich versuche die dann zeitnah zu beantworten und empfehle auch gerne den Kanal weiter, damit er weiter wachsen kann. Ich melde mich ab. Tschüss, sagt euer Stefan Bode hier aus Hannover.